Hallo, mein Name ist Luca, meine Damen und Herren. Ich bin heute für einen Tag Polizist. Los geht's. Ja, chilliger Tag bisher als Polizist. Es ist gerade 8.07 Uhr am Montag, dem 7.11.2022. Und wir verlassen jetzt erstmal den Schreibtisch. Denn es gibt viel zu tun in New York City. Ne? Zum Beispiel den Müll entleeren. Geht nicht. God save our great queen. Wir laufen mal raus aus unserem Büro und sehen hier schon die ersten Verdächtigen. Ja? Sie haben doch wen ermordet. Die halten wir doch erstmal fest wegen einer unerlaubten Straßenüberquerung. Ich hörte Sie an, weil Sie unerlaubt die Straße überquert haben. Nein, bin ich nicht. Sie müssen sich irren. Nein! Ab in Knast mit dir! Sie ist nämlich geflüchtet. Ich verhafte Sie, weil Sie vor einem Strafverfolger geflohen sind. So! Kommen Sie, Sie machen Witze. Nee! Das ist hier kein Spaß, das ist die Realität. Ab in Knast jetzt mit dir. Gefangenentransport rufen. Verstanden, die nächstgelegene Einheit wird an ihren aktuellen Standort geschickt. Ja, ich bin hier im Polizeirevier. Die hat wen ermordet und ist über eine rote Ampel auf der Straße illegal gelaufen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Das ist dein erster Arbeitstag und deine erste Schicht besteht darin, Strafzettel auszustellen. Oh. Halte also nach Fahrzeugen Ausschau, die gegen Parkvorschriften verstoßen. Sei wachsam und zeige Präsenz, wenn du weitere Verstöße feststellst. Denk daran, du musst einen Anfangsverdacht haben, bevor du jemanden festhältst. Alles und klar. Einen hinreichenden Verdacht mit hinreichendem Beweis, bevor okay. Du diese Person auch verhaften kannst. Okay. Nun einige. Oh Mann, ich bin seit 10 Jahren Polizist in dieser Stadt! Sorry nochmal, ne? Viel Spaß dann im Knast. Ich plädiere für lebenslänglich. Hier sind die Zellen. Können wir da rein? Nee, können wir nicht. Ist hier irgendjemand? Aha! Was hat sie denn gemacht? Komm, können wir hier rein? Ich check's irgendwie noch nicht so ganz. Ach, guck mal, der Drogendealer von nebenan. Genau, okay. Wir gehen mal raus, würde ich sagen. Hier vorne geht's lang und sind draußen. Sag mal, wie viel wollen die mir hier noch voll labern? Es sind etliche Anrufe wegen des Parkplatzes reingekommen. Officer, können Sie das im Auge behalten? Ich kann das übernehmen. Des Parkplatzes? Du hast deinen ersten CP verloren, weil du dich bei deiner letzten Begegnung nicht richtig verhalten hast. Was? Die gehört in den Knast? Alles dumme Arschlöcher. Dieses Auto hier steht ja komplett falsch hier. Da rufen wir erstmal direkt einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken. Abschleppwagen. Einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Mhm. Negativ. Ihr Standort ist derzeit nicht erreichbar. Wir schicken so schnell wie möglich einen raus. Mein Standort ist nicht erreichbar? Wollt ihr mich verarschen? Da ist eine Einfahrt. Verarschen oder was? Hier vorne liegt Geld. Nee, das sind Kippen oder so. Hier liegt auch Müll. Ey, das ist doch unfassbar, wie die hier das alle... Oh, Schmuck. Vielleicht können wir das ja der Dame kaufen, die wir fälschlicherweise ins Gefängnis gepackt haben. Aber sie gehört dort auch hin. Von wegen, die kriegt gar nichts außer Brot und Wasser. Was macht er hier? Der parkt doch auch falsch. So, Strafzettel, weil... Komm, wir nehmen es jetzt mal ernst. Da steht, no parking, nur von 8 bis 12 Uhr. Ach so, nee, nur dann darf man da parken. Nee, nur dann... Kann es sein, dass du dumm bist? Wie geht's? Was denn er denn? Warum kotzt er mich denn jetzt hier von der Seite an? Zurückgrüßen? Ab Handschellen anlegen, wegen Betäubungsmittel und ich Alkohol- und Drogenmissbrauch am Steuer. Unter Alkoholeinfluss. Was bitte, fällt dir ein, Officer. Polizisten zu grüßen? Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Handschellen sind dran, deswegen fragen wir ihn jetzt erstmal nach dem Personalausweis. Bitte. Schauen wir uns das mal an. Hier ist er. Okay. Schauen wir uns mal an. Wie heißt er denn? Oder sie? Er. Vasquez. Organspender. Puh, der dealt locker damit. Wir könnten ihn jetzt durchsuchen. Ich würde allerdings sagen, dass wir sicherheitshalber erstmal den Gefangenentransport rufen. Um eine verdächtige Person festzunehmen. Besser ist das. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Dankeschön. So lange warte ich hier mit dem. Was macht sie denn? Sie hat mich auch gerade angerempelt, ne? Handschellen erstmal dran. Betäubungsmittel. Alkohol- und Drogenmissbrauch am Steuer. Ab kannst du direkt mitfahren. Sparen wir auch noch CO2. Guck mal, da vorne haben wir doch schon die Einheit, oder? Ja. Hier rüber, Jungs. Die beiden hier. Die haben hier gedealt. Die beiden müssen ganz, ganz schnell ins Gefängnis. Kommt mal her. Jungs, schnell. Ab. Komm, rüber. Steve, komm. Lauf. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da vorne sind sie. Die beiden mit... Der eine ist abgehauen! Doch nicht. Zu kooperieren und mich zum Streifenwagen zu begleiten. Sehr gut. Ich habe keine Wahl. Ja, haben sie nicht. Also wer mich hier grüßt, das ist wirklich falsch. So, viel Spaß euch im Gefängnis. Er hier kriegt jetzt erstmal noch einen Abschleppdienst. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Ein Abschlepper wird in ein paar Minuten eintreffen. Ah, perfekt. Okay, hier geht's. Was macht er denn? Ich würde sagen, wir beobachten ihn erstmal unauffällig.
Der hackt locker gerade irgendwas. Safe. Hier vorne haben wir irgendein komisches Denkmal. Können wir das Denkmal auch verhaften? Du hast eine neue Sehenswürdigkeit entdeckt. Riesiger Kopf. Er hier vorne ist auch am Handy. Und was ist da? Ich habe schon wieder 10 CP abgezogen bekommen. Ich raste komplett aus. Hallo! Alte Dame! Was soll das? Handschellen anlegen. Wegen Tatort. Raub! Sie sind verhaftet, da Sie einen Raub begangen haben. Ja. Bitte, tun Sie das nicht. Doch, ich bin Polizist und ich muss die Straßen von New York City sicherer machen. Also sorry, das geht gar nicht, ne? Braune Schuhe, zu einem komplett schwarz-weißen Outfit, Handschellen anlegen, Tatort, schwere Der Körperverletzung. Die Verhaftung ist, dass Sie eine schwere Körperverletzung begangen haben. Das Outfit Bitte, ist eine schwere Körperverletzung. Das ist Fakt! Also er ist festgenommen, sie ist festgenommen, sie da vorne steht auch noch rum, da kommt aber gleich ein Streifenwagen. Mal schauen, was sie hier macht. Wird sie mich anrempeln, wenn ich mich hier hinstelle? Ja! Was soll das? Hier, Hand... Ich habe keine Handschellen mehr. Der beste Polizist der Stadt ist einfach zurück, meine Damen und Herren. Nice. Ich würde sagen, dass wir bei ihr dann einfach nur einen Verstoß bestrafen. Und zwar wegen Vandalismus. Eine mündliche Verwarnung. Dieses Mal belasse ich es bei einer mündlichen Verwarnung. Danke, Officer. Gar kein Problem. Ich wurde überfahren. Ab hinter. Stehen bleiben. Mal rauskommen hier, ganz kurz. Hallo? 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 Rauskommen! Was ist denn das hier? Wie kriege ich die denn da raus? Die hat mich gerade angefahren. Hallo? Raus! Nee. Hallo? Stehen bleiben! Stehen bleiben! Hallo? 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 Stehen bleiben! Ey! Ey! Lauf! Lauf! Papyrus, wir müssen die kriegen! Der beste Polizist der Stadt ist einfach zurück, meine Damen und Herren. Let's go! Oh mein Gott! Der läuft auf der Straße! Ist er irre? Hallo! Officer Laser zum Luca hier am Start. Ach, das ist ein Officer. Ich brauch halt neue Handschellen, ne? Mondpartner, ich wollte fragen, ob ich ein paar Handschellen haben kann. Ist das gerade dein Scheiß Ernst? Du bist mit Abstand der schlechteste Polizist gewesen, den wir jemals hatten. Du bist für alle Ewigkeiten gekündigt und jetzt zieh Leine lose, Luca. Du hast alle Verhaltenspunkte verloren und wurdest entlassen. Ja, ne? Ich bin ja eh gefeuert, kann ich jetzt eh nichts mehr sagen.